euch, dass ihr mir gestattet, in eurem Schatten zu weilen. Der Hunger nach Geschichten ist groß in diesem Land. Und weil ihr mich gerufen habt, bin ich gekommen, ihn zu stillen. So hört denn die Geschichte vom Kalifstock. In der schönen Stadt Bagdad im fernen Land Arabien herrschte einstmals der Kalif Hassan. Eines schönen Nachmittags saß er behaglich auf seinem Sofa. Der Sklave Hassan schenkte ihm gerade die sechste Tasse Kaffee ein. Da war in den Straßen plötzlich lautes Rufen zu hören. Wo bleibt denn heute mein Großvezier? Sonst kommt er immer um die Kaffeezeit, um mir beim Kurier zu helfen. Da schritt er auch schon der blitzende Perlvorhang vor der Tür. Der Großvezier Mansur trat ein, verschränkte die Arme über der Brust und verneigte sich vor seinem Herrn. Ah, mein lieber Mansur, da bist du ja endlich. Warum machst du denn so ein verdrießliches Gesicht, mein lieber? Ach, mein Herr, es ist uns sehr, sehr wichtig. Da unten im Hofe des Palastes steht
Der hat die schönsten Sachen in seinem Bauchladen. Und ausgerechnet heute habe ich meine Geldbörse vergessen. Das ist natürlich ehrlich. Wenn du auch keine Börse dabei hast, dann hast du auch keinen Kalif, der dir schon lange eine kleine Freude machen wollte. Lauf, Wasser! Hol den Krämer ab! Weil ich wirklich ein Gelehrter bin, kann ich auch nicht reinstehen. Aha.
sonst verschwindet das Zauberwort ganz aus eurem Gedächtnis und erwerbt für alle Zeit ein Tier. Da blickten sich der Kalif und sein Großvezier verdutzt an und begannen schallend zu lachen. So lachten sie beide nach Herzenslust, denn noch durften sie ja lachen, weil sie noch Menschen waren. Dann ließ der Kalif den Gelehrten schwören, niemandem etwas von dem Geheimnis zu verraten, schenkte ihm ein schönes Kleid und entließ ihn. Darauf sagte er zu seinem Großvezier: Das heißt, ich gut einkaufen, Mansor. Wie freue ich mich darauf, ein Tier zu sein. Komm morgen früh, gleich zu mir. Wir werden die ersten Menschen sein, die verstehen, was die Tiere sagen. Ja, hoher Herr. Die Tiere in der Luft und im Wasser, im Wald und im Feld. Aber das Wichtigste ist, bei Allah, bloß ja nicht lachen, denn sonst sind wir verloren.
Alif fand als erste die Sprache wieder. Sie haben einen schönen Namen, Manso. Das ist der Weg, Herr Kalitschleut. Ich bin gesagt, der ganze Weite steht heute vortrefflich. Nun lassen Sie uns weiter auf unsere Kampagne noch belaschen und sehen, ob wir wirklich noch die Sprache verstehen. Das Gespräch der beiden Störche noch als klappern, aber dann auf einmal verstanden sie es ganz deutlich. Thank you.
noch einmal dreimal und immer wieder, aber umsonst, das Zauberwort war ihnen entfallen. Es fliegt bei den kläglichen Buben und der arme Chassid und sein Visier waren und blieben still. Das ist ja eine schöne Maschine. Was macht ihr hier denn los? Ich kann unmöglich in meinen Palast zurückgehen. Wer wird einem Storch glauben, dass er ein Panik ist? So stellte die Arme mehrere Tage umher und der Lehrer kann sich kümmern. Also, an diesen Eidechsen und Fröschen kann ich mich überhaupt nicht gewöhnen. Ich auch nicht. Ich habe mir schon den Markt erlaubt. Traurig wandelten die Verzauberten durch die Felder. Ihr einziges Vergnügen war, dass sie fliegen konnten. Und so flogen sie auf die Bagdad, um zu sehen, was in der Stadt vorging.